Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu King Arthur Legion 9, einem Rollenspiel, einem taktischen Rollenspiel, Dark Fantasy. Und es kostet ungefähr 18 Euro gerade auf Steam. Und wir schauen heute direkt mal rein. Das ist relativ neu, es gibt sogar die deutsche Sprache schon im Spiel. Wir machen mal klassischer Modus oder Roguelite Modus. Wir machen natürlich mal den klassischen Modus, da können wir nach Belieben speichern, das ist ein bisschen einfacher. Wir spielen es auf normal, es gibt aber auch nur den Story-Modus, schwer, sehr schwer, brutal. Normal klingt gut, let's go. Die Geschichte ist wild, es geht um diese 9. römische Legion mit ihrem Anführer, der einen römischen Namen hat. Und die sind gestorben, ich weiß nicht, bei einer Schlacht vielleicht, alle umgekommen. Und sind dann, haben sich den Weg gekämpft durch die vielen Ebenen der Hölle, weil sie zurück wollten ins Reich der Lebenden, sind jetzt aber irgendwo in der Zwischenwelt gefangen. Zwischen den Lebenden und den Toten. Pit of the Underworlds. Again. This is not the Underworlds. As a Flamen of Orcus, the priest of the Lord of the Dead, I can feel the difference. What difference? Just look around. Volcanoes are the gates to the underworlds. We are almost free. Believe me, Tribunus. How can you be so certain? I've been sensing the presence of a Roman shrine for a while. It beckoned to me like a sacred flame. That couldn't happen in the underworlds. A Roman shrine? Could we be back in Italia? Das finden wir jetzt raus. Also Gaius Julius. Was stand da? Mento? It is definitely not Italia. We are somewhere else. Somewhere more dangerous and well protected. Wie kommt ihr darauf? Sprecht Plutonius. The simple fact that we seem to have arrived without our soldiers. Schluss mit eurer Respektlosigkeit. Flammen? Was ist mit meinem Manipulus geschehen? Die Legionäre haben die Welten bis jetzt immer mit uns durchquert. Was ist schiefgelaufen? Ja, fragen wir mal das. I have no idea. This place is ancient. I can feel it, but I need to know more. Whatever protects this land from invaders, it is very powerful. We will use that power to fulfill our emperor's wish. Okay. At least I'm here to protect you, my Tribunus. Okay, also eigentlich sind wir mit unserer Legion unterwegs. Sie sind aber irgendwie nicht mitgekommen. Und wir erkunden jetzt mal den nahen Wald. Wir haben jetzt hier so einen Dreier-Trupp. Wir steuern nur unseren Anführer, Gaius Julius. So und so. Okay, das ist hier der Wald. Do you hear that? Birds. Can you remember seeing any birds or trees down there? If you mean living birds or trees, then the answer is no. 17 Mark irgendwas von dieser Leiche geplündert. Ich weiß da gar nicht genau, wie das so ist, ne? Mit dem Totenreich und so. Gibt da offensichtlich verschiedene Ebenen. Hier liegen auch wieder Leichen rum und so. Oh, da sind auch Menschen. Evil spirits. Lord, have mercy on us. Oh, da sind wir schon in der Welt der Lebenden. Did you see it? Living flesh. Nee, let's follow them. They'll probably lead us to a settlement. Weiß es nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Die armen Menschen haben wir in jedem Fall erstmal verschreckt. Das tut mir sehr leid. Was haben sie hier? Oh, 29 Goldstücke. Die brauchen wir natürlich, um uns beim Friseur... Do you believe me now, Tribunus? I honestly don't know. But you might be right. Einen vernünftigen Schnitt aussuchen zu können, der der Mode der Zeit entspricht. Denn wir sind ja offensichtlich schon etwas länger tot. Und ihr wisst, Frisuren sind das Erste, was mit der Mode verändert wird. The monsters crawled out of the burning pit. Okay, die müssen wir jetzt besiegen, ja? What strange looking Italians. I never said we are in Italia. Whatever. Let's talk to them. Ja, mal gucken, ob das beim Reden bleibt. Guten Tag, wir sind in friedlicher Absicht. Go, raise the camp. Halt, ugly spirits. Return to your pit. Ich bin Gaius Julius Mento. Ich bin kein Adonis, nicht mehr. Aber ihr seht auch nicht besser aus. Ja, das stimmt. In the name of the old gods, I command you again. Leave.
Okay, in the name of the old gods, also das ist halt irgend so ein anderes Waldvolk oder so. Glaubt ihr wirklich, das funktioniert bei uns? I don't know what kind of spirits you are, but I warn you. This land is under the protection of the old gods. Leave now. We are not running. The old gods will protect us. Okay, dann soll es so sein. Die werden ihre Überheblichkeit natürlich jetzt mit dem Tod bezahlen. Und wir sind im ersten Kampf. Es gibt ein Tutorial, das können wir uns hier mal angucken. Aber das ist klassisches rundenbasiertes Taktikgeplänkel, nehme ich mal an. Aktionspunkte bewegen. Jeder Held verfügt über eine bestimmte Menge an Aktionspunkten, die zu Beginn jeder Runde wieder aufgefüllt werden. Der hervorgehobene Bereich um den ausgewählten Helden stellt die Entfernung dar, die er mit seinen aktuellen AP zurücklegen kann. Wenn du eine Fähigkeit auswählst, ändert sich der hervorgehobene Bereich sowohl in Form als auch in Farbe und zeigt dir die Reichweite und den Wirkungsbereich an. Dankeschön. Das kennen wir alle schon. Wir können die Kamera gut drehen, das gefällt mir, dann haben wir einen guten Überblick. Das ist unser Anführer. Der kann Schlag, Sprungangriff und Anrufen des Mars. Okay, der Waffenschaden des Helden erhöht sich für einen Zug um 25%. Kostet einen Aktionspunkt. Wir haben 6 Rüstung, 15 Blocken. Okay, irgendwelche Resistenzen, die wir nicht haben. Ein Heiltrank gibt es offensichtlich auch. Und dann haben wir ihn hier. Der kann den... Oh, Grabkanal, ein Fernangriff. Aha. Der mehr Schaden verursacht, je weniger Lebenskraft das Ziel hat. 50% Waffenschaden gegen unversehrte Gegner. Bis zu einem Maximum von 150% Waffenschaden gegen Gegner mit 50% oder weniger Lebenskraft. Aber warte mal, unversehrt heißt doch... Ah. Okay. 50% Waffenschaden gegen unversehrte Gegner. Das heißt, ich sollte mit dem nie den ersten Angriff machen. Weil je schwächer der Feind ist, desto mehr Schaden macht er. Unheilige Kette erzeugt für 2 Züge eine Verbindung zwischen 2 Gegnern, die höchstens 4 Felder voneinander entfernt sind. Schaden und Statuseffekte gegen eine verbundene Einheit betreffen auch die andere Einheit. Das ist zum Beispiel cool. Und der Todesbann. Das Ziel verliert einen Zug lang 50% seiner aktuellen... Okay, das ist eher so ein Support-Unit. Da hat er auch so einen Schamanenstab und diesen Schamanenhelm, so einen Widderhelm oder was. Alles klar, das merken wir uns. Der andere müsste ein Tank sein, nehme ich mal an. Der kann auch schlagen. Schildstoß fügt jedem gegnerischen Einheit in einem Bereich von 3 Feldern Breite 75% Waffenschaden zu. Und verursacht Rückstoß beim mittleren Ziel oder schützender Schild. Ah, okay. Das heißt, er kann auch uns jetzt schützen. Dann würde ich doch mal sagen, der hier, der Johnny, der Schaman Johnny, der kann doch erstmal eine Kette... sind doch, warte mal, 1, 2, 3, ja, zählt das jetzt noch? Die Ansage war, ich probiere das mal. Geht vielleicht nicht, oder? Doch. Okay, die sind jetzt alles klar. Das gefällt mir. Dann gehen wir wieder zu ihm zurück und machen... einen schönen Sprungangriff. Ah ja, und er nimmt auch den Schaden. Ja, das ist ja großartig. Dann dürfen wir noch was machen? Dürfen wir einen normalen Schlag machen? Der ist schon hinüber, das ist ja großartig. Okay, wir haben keine Aktionspunkte mehr. Ist aber nicht schlimm. Kann er noch jetzt den Grabkanal machen? Ja. Dadurch, dass der jetzt unter 50% Lebenskraft hat, das sieht man hier am Balken, müsste jetzt ja eigentlich der Grabkanal richtig reinballern, 150 Schaden machen. Oder stehe ich da im Weg? Steht da irgendwas von im Weg stehen? Nicht erlaubt oder so? Darf ich nicht. Mist, warum? Das ist ja schade. Dann muss er jetzt was machen. Er haut den einfach um. Darf ich nicht. Bis wo darf ich denn gehen? Ich gehe bis da. Und jetzt kann ich die mal aber einen rüberbraten. Ah, 8, okay. Jetzt haben wir keine Aktionspunkte mehr. Kann er noch irgendwas machen?
Das darf er nicht mehr jetzt. Aktion AP haben wir nicht mehr genug. Dann sind wir, glaube ich, fertig für diesen Moment. Und wenden den Zug. Oh, na, hier ein Archer. Au! Wird geblockt. Au! Wird geblockt. Er ist wütend, das verstehe ich auch. Okay, der hat nur noch einen Lebenspunkt. Den müssen wir aber trotzdem aus dem Weg räumen. Geht nicht anders. Dann mach das mal. Einfach einmal hauen, bitte. Und dann können wir noch vorpreschen. Dann er kann zwar bis da laufen, aber dann kann er keine Aktion mehr machen. Das wollen wir ja nicht. Also jetzt haben wir noch 3 Aktionspunkte. Das heißt, wir können noch entweder 3 Felder gehen. Ja, dann geh doch einfach 3 Felder. Ich kann ja sonst nichts mehr machen. Und unser guter Freund, kann der aus der Entfernung irgendwas bewirken hier? Was haben wir denn? Todesbannen? Ja, das könnten wir vielleicht. Aber das bringt nicht so viel. Aber ein bisschen was verlieren wir. Und was ist das hier? Das ist besser. Schaman Power! Ah, alles klar. Und mehr können wir nicht machen. Wenn. Okay. Ach was, er hat sich Leben zurückgegaunert, oder was? Naja, wir machen erstmal den Sprungangriff. Und dann noch einen normalen Angriff und dann dürfte es das schon gewesen sein. Niemand stellt sich der neuen Legion in den Weg. You are right. This is not Italia. But I have an educated guess who are these barbarians. These were picked warriors. Sulla and I fought them once in Eboracum. I remember these painted devils clearly. Mhm. Bedeutet das, wir sind in Britannia? Well, we are definitely not in Britannia. Okay, wir sind nicht in Britannia. This land is magical. I can feel it. It's not the underworlds, but it's still connected to the afterlife and the gods. Okay, also doch irgendeine Form der Zwischenwelt. Eboracum? Centuries after your death, it was a Roman province in the north of Britannia. There I met Sulla before I persuaded him to recruit a legion in Tartarus. Sulla gab es ja wirklich. Das ist eine historische Person, aber vielleicht heißt sie auch nur durch Zufall so. Wir heißen ja hier auch so ähnlich wie Julius Caesar, nur sind wir das ja nicht. Was ich hier wirklich interessant finde, ist, wenn das Jahrhunderte nach unserem Tod geschehen ist, das kann natürlich auch sein, dass das Römische Reich gar nicht mehr existiert, wenn wir dann am Ende des Spiels sind. Weil, hey, das hat ja auch irgendwann mal ein Ende. Das wird interessant sein. Sulla ist ja... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber der müsste ja dann... Ich glaube, der war vor Julius Caesar, Sulla, oder? Also so vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, 50 BC oder 100 BC. Das heißt, wenn das Jahrhunderte waren, naja, wer weiß. Wir werden es rausfinden. Britannia, ja, ich weiß, wo das war. Also hat Rom auch dieses Land erobert. Ah, das ist interessant. Yes, it was taken by your glorious kinsman, Julius Caesar. Julius Caesar. Mhm. Rome's greatest general. Gaius Julius Caesar, ich habe viel von ihm gehört. Er lebte einige Jahrzehnte nach mir. Ja, haben die denn alles mitbekommen? In der Totenwelt? Gibt es da so eine Art Zeitung oder Twitter oder was? Emperor Sulla has a huge respect for him. That is why he chose you as his tribunus. Your bloodline is noble. You are from the best dynasties of Rome. Okay. Exactly. The best soldiers who ever served Rome during its long history. Legionnaires who were once ready to die for Rome. Like you, Gaius Julius Minto. Das ist aber eine sehr zufällige Gleichheit der Namen hier mit Julius Caesar. Ich weiß nicht, wie oft der Name vorkam im alten Rom. So, haben wir geregelt. Geil. Scheint auch. Stand back while I count the spoils. Okay. Scheint durchaus auch ein bisschen humorvoll zu sein, alles. They seem to be terrified of the legionaries here. Mm. A mirror would explain the reason why much better than I could. Ja, anyway, fear is good.
Wir erkunden weiter den Wald. Hier gibt es vielleicht Loot. Loot und Blut gehen Hand in Hand. Alte, knarzige Bäume, die sehen aus, als wenn sie gleich nach uns greifen. Oh, was ist das hier für ein Wesen? Was soll ein Rücken hat? Ein riesiger Wurm offensichtlich und der verschlingt Menschen. Ach Gott. Was ist das? Ein Wolf? Totem? Aber warte mal, wir sollen den Bürgerlichen folgen. Ich schweife ab. Wir müssen zurücklaufen und den Menschen hinterher. Das war hier entlang. Gott, ich hoffe, ich bin hier richtig. War das hier? Ah, guck mal. Hallo. Guten Tag. Wir sind gute Freunde. Aus dem Totenreich. Look, cattle. There must be people in this village. Okay, also wir haben mein erstes Dorf gefunden. Hallo. Guten Tag, ist hier jemand? Ah. This village is empty. Where is everyone? They're hiding. Not everyone. Look. Da, die ist mutig. Nee, die ignoriert uns einfach. Salve, Legionnaires. I am afraid. But I had no choice. The master sent me to talk to you. Okay. Yes. We are all their slaves here. They make us collect sulfur from the burning pit. Yes, I am. My mother was. My name is Flora. There are a few former citizens of Nova Roma around here. That used to be our colony. Once a Roman city. Now it's just haunted ruins. Wir müssen in dieses Nova Roma. It is down in the valley. An hour's walk from here. But the road leads through the main camp of our masters. I don't know what kind of monsters you are. But even you won't have it easy. Wir sind keine Monster. And yet this is what happened. One day they came. Slaughtered our people and made the survivors their slaves. We had no chance against them. Perhaps you will save us. Ja, klar, Mann, die hauen wir um. Da habe ich mir gar keine. Oh, sie versteckt sich da. Ah, die kommen aber exakt in dem Moment. Alles klar. So. Dann machen wir jetzt mal Folgendes: Schaman Johnny. Octavius. Remus, der macht mal. Nee, verzeihen Sie, das ist Schaman Johnny. Der macht ihm aber diese unheilige Kette. Verbunden. Fantastisch. Wen habe ich zuerst angeklickt? Den hier, ne? Dann machen wir. Oh, warte mal. Kann man das auch kombinieren mit dem Todesbann? Das wäre interessant. Nee, der verliert leider nichts. Okay, schade. Aber dann nehmen wir mal... Ja, damit können wir am meisten Schaden verursachen. Logischerweise, weil der den längsten Lebensbalken hat, sind 50% natürlich auch mehr, was er da verliert. Ich hoffe, wir kommen jetzt an den ran und finishen den schon. Ach doch, das hat doch funktioniert. Ja, das ist ja fantastisch. Diese Kombination ist ja ultramächtig, das sehe ich ja jetzt schon. Da machen wir jetzt einen köstlichen Sprungangriff. Der ist auch fast. Jetzt müssen wir den noch finishen. Oh nein, er hat einen noch. Yes. Ja, oh, das ist ja einfach nur große Klasse. Und der Archer wird jetzt von unserem grummeligen Kumpel hier platt gemacht. Ah, kommen wir da überhaupt hin? Wieso, ich kann, wenn ich bis hier gehe, kann ich ihm nur noch einen mitgeben, oder nicht? Ja, sehe ich doch richtig. Ja, Wolski. Okay, du kannst eigentlich da stehen bleiben und ja, ich glaube, das schafft er auch allein. Wir gehen mal einen näher ran und dann beenden wir die Runde. Ach, da kommt auch noch einer. Orcus, help me. Ja, ich helfe. Geben Sie mir kurz Zeit. Erstmal mal macht der den hier platt.
Schildstoß. Für die der gegnerische Einheit in einem Bereich von 3 Feldern Breite. Naja, das ist ja fast schon Verschwendung. Wir hauen erstmal den. Und dann machen wir ihn nochmal zunichte. So. Jetzt. Das ist ja doof, dass der da einfach der arme. Wollte doch gar nicht in den Nahkampf rein. Dann machen wir zuerst. Ah, den Sprungangriff darf ich nicht machen. Das ist ja schade. Zack. Ich habe jetzt noch 4 Aktionspunkte. Das kostet 1, das kostet 3. Dann machen wir das. Und dann dürfen wir noch einmal hauen. Und dieser gute Freund, der macht jetzt den Grabkanal. Jetzt hat er eine 11. Und jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück. Weil er ist ein Schamane. Oh nein, das habe ich vergessen. Es gibt ja auch diesen Konterbereich, das ist eigentlich bei allen Taktikspielen so, wenn man dem Gegner den Rücken zudreht, beziehungsweise wenn man ihn dann, wenn man im Konterbereich des Gegners steht, also meistens direkt vor ihm und zieht sich dann zurück, dann kriegt man eine mit, das ist eigentlich immer so. Habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. You really want to kill me, don't you? Okay. Das haben wir sehr souverän und gut gemacht. Da kommen ja noch mehr. Ah nee, das sind die Stadtwachen. Thank you, Legionnaires. Bitte schön. They are slaves like me. If you really attack the main camp, they will be there to help you. Okay, das ist sehr freundlich. They are not warriors like you, but they are our best, and they want to fight for their freedom. Gut. This is an insult to Rome. The picked savages must die. The 9th Legion will restore order to the world. Fiat Ordo. Was auch immer das heißt. Ich soll einen neuen Fiat bestellen, ich weiß es nicht. So, wir folgen mal den... Ah ne, ja, hier ist Feierabend. Wir sollen da gar nicht... Da sind die durchgeschlüpft. Wir gehen einfach hier den Weg weiter. Kann man die looten? Nope. Kein Loot. Okay, das zeigt die Quest an. Hier ist dann aber auch nichts mehr weiter im Dorf. Dann machen wir mal, was das Spiel von uns will. Und gehen den Weg entlang, hier nach Norden jetzt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das Norden ist. Hallo! Hier läuft doch eigentlich das Dorf, oder? Sauber, geordnet, gerader Zaun, gesundes Vieh. Eigentlich ist hier alles okay. Wer auch immer hier das zu verantworten hat, hat einen guten Job gemacht. Kann man sich nicht beklagen. Was haben wir hier? Das Piktenlager. Okay. Die machen wir jetzt platt. Hier ist der Kampfbereich. We are expected from the opposite direction. We can surprise them from here. Ah. Können in den Rücken fallen. Ja, das ist auch stark. So, der Kampf beginnt. Die rechnen nicht mit uns. Wie kann man nur so doof sein? Dann machen wir natürlich jetzt wieder unseren Hammer-Move. Was? Wähle deine Helden einzeln aus und platziere sie dann mit der rechten Maustaste im grünen Bereich. Ach so. Ja, du gehst dahin. Das ist ja fantastisch. Denn der andere Otto geht... Ja, direkt daneben stellen. Und der Schamane schamant sich. Sieht man anhand des grünen Bereichs, in wessen Angriffskorps. Also, ja, okay. Ich glaube, man kann hier erkennen, wer sie angreifen kann, ne? Anhand dieser grünen Verbindungslinien. Gehen wir mal hier hin. Und dann bin ich soweit. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Ja, die helfen uns doch. Das sind doch Verbündete. So, als erstes kommt Jaman, der Schamane. Macht eine unheilige Kette zwischen dem und dem. Das ist nämlich richtig großartig. Dann machen wir wieder den Todesbann. Ach, das ist einfach nur Käse.
die beide verlieren die Herr. Das ist ja einfach so einfach. Und jetzt gibt es hier einen richtig geilen Sprungangriff. Tschüssikowski. Kann man nichts gegen sagen. Haben wir schon richtig gut gemacht. Okay, dann haben wir noch ein paar Aktionspunkte. Ich würde mal sagen, das sind alles Fernkämpfer. Bis auf den wahrscheinlich. Obwohl, was ist das für einer? Das ist der Häuptling. Der hat so ein Speer, aber das ist... Ah, vielleicht kann der auch ein bisschen rumschamanen. Und da ist eine Lootkiste. Oh, die holen wir uns natürlich später. Ja, ich frage mich gerade, wie weit ich den entgegenkomme. Ich glaube, ich muss den gar nicht sonderlich weit entgegenkommen. Und... Ja, okay, er darf noch einen Schritt gehen. Dann können wir auch genauso gut jetzt mal Feierabend machen. Ja, das können wir machen. Wacht ist gut. Ja. Wacht ist super. Muss ich den jetzt noch anwählen, den Bereich, so. Ja, kann er auch Wacht machen? Ja, er macht auch Wacht. Und zwar hier, also wenn die mich erwischen sollten, alles gut. Und dann let's go. Naja, okay, die blocken die Angriffe natürlich. Ja, das ist... Oh, krass, ein Schamanenboy. Oh Mann, wir verlieren die armen Leute. Oh Gott. Wir brauchen den Schamanen. Aber wir dürfen leider das, die unheimliche Kette nicht mehr machen. Das ist jammerschade, die wäre natürlich jetzt perfekt. Müssen wir das anders regeln. Zack, dann machen wir... Warte, wir haben noch genau drei. Ne, wir haben nur noch drei. Dann müssen wir den schlagen. Okay. Ach Mist, er kommt nicht... Ah, er kommt nur bis hier. Schützender Schild, Schildstoß. Warte, was kostet das? Mindestens drei. Er hat nur noch drei. Ja gut, dann machen wir Wacht. Diesen Bereich. Und unser schamanischer Freund kann zumindest mal den Grabkanal auf irgendwen wirken. Ah ne, da kommen wir nicht an die ran, oder? Der wird mich dann... Das ist natürlich blöd. Der ist natürlich echt weit weg. Aber wir machen das dann einfach anders. Wir gehen dann damit hin. Und das kann der gar nicht machen. Und dann Feierabend. Okay. Ja, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir haben leider jetzt auch einen Freundfall. Oh, der wird direkt geheilt. Ah, Schamani-Mann kommt. Sehr gut. Kommt mir ein bisschen entgegen. Gefällt mir. Der muss leider dran glauben. Ach, das tun wir. Die haben aber auch nicht viel Lebenspunkte. Schade. Immer noch da, das ist richtig. So, der kann das leider immer noch nicht machen. Oh, das wäre so eine schöne, unheilige Kette. Tja, was willst du machen, ne? Vielleicht können wir jetzt mit dem hier mal den Schildstoß machen. Fügt jeder gegnerischen Einheit im Bereich von drei Feldern Breite 75 Waffenschaden zu. Das bedeutet, wenn wir... Na, da kommen wir nicht hin, weil das... Wenn ich das von hier, das wäre schon super. Aber sonst, da ist... Ah, okay, hier ist blöd, da kommt er in den Bereich des Feindes rein. Drei Felder Breite, also... Pass auf, ja, wir fangen vielleicht mal mit ihm hier an. Und das kostet uns ein, das machen wir. Und damit kriegen wir ihn nicht platt. Ja, wir machen einen normalen Angriff. Mist, er lebt noch. Voll blöd.
Aber wir können noch einen Schlag ausführen. You hit me fair. So. Dann nehmen wir den hier. Gehen dahin. Und machen jetzt den Schildstoß. Ah ja, genau, das passt doch. Mehr dürfen wir leider nicht tun, weil wir nur noch zwei Aktionspunkte haben. Und die bringen uns mal gar nichts. So, was machen wir mit dir? Das. For Sulla. For Sulla. Ah, ein bisschen geblockt. Mehr können wir jetzt auch nicht machen. Oh, für zurücklegen ist super. Verbrauche alle verbleibenden Aktionspunkte, um einige für den nächsten Zug zurückzulegen. Das ist gut. Legt 1, 2, 3 zusätzliche Aktionspunkte für 1, 3, 6 auf diese Weise verbrauchte AP zurück. Ja, das machen wir. Und beenden dann den Zug. So, jetzt haben wir sie doch gleich. That one went deep. Lass mich in Ruhe. Oh, der läuft jetzt komplett um mich rum und macht mich von hinten. Oh no. Gut, jetzt ist unser Schamane in der Lage, die unheilige Kette zu wirken. Das ist großartig. Jetzt können wir die relativ schnell hier platt machen, davon bin ich überzeugt. Der ist Matsch. Dann kommt er hier und macht mal den hier Matsch. Oh, warte, der lebt ja immer noch. Das ist ja Quatsch. Ich würde gern den jetzt angreifen. Okay, geht nicht. Ey, dann gehen wir dahin. Und... Ah, ich darf nicht, ich hätte weiter weg. Ach, egal. Jetzt habe ich nur noch einen. Mehr kann ich nicht machen. Wer hat denn noch... Ah, ich kann immer noch nicht mehr machen. Aber das ist okay. Let's go. Der verblutet da, der Typ. Okay, dann... Machen wir Folgendes. Der ist jetzt eigentlich hinüber. Aber den hauen wir trotzdem noch einmal um. Dann machst du... Was kann der Schamane machen? Ah, der kann den Todesbann machen. Ja, dann kriegen wir den vielleicht sogar... in dieser Runde schon kaputt. Und er kann da sogar noch den Grabkanal machen. Dann machen wir aber erstmal hier... Oh ja, okay. Dann brauchen wir den Grabkanal. Tschüss. Way. Hallo. You did it. You really did it. You killed the masters. Das habe ich getan. Thank you. It has been destroyed, but I don't know how. The Flamina ordered us to flee to the mountain before chaos swallowed us all. Wer ist die Flamina? Woher wisst ihr, dass die Stadt zerstört wurde? She is, was a strong woman. She was the priestess of the goddess Vesta and the leader of Nova Roma. Our leader. Otherwise, she would have come for us. Otherwise, the barbarians couldn't have conquered us. She's gone with her beloved city. No doubt about it. The barbarians told us. Uh-huh. Even they didn't dare go down there. The ones who tried never returned. They said the dead ruled the city. Ja, das wollen wir ja nicht. I'm not smart enough for that. But the Flamina was right. Everything went wrong. Everything. Since then, I never dared to leave the mountain again. Gut, wir sind fertig. After all this time, I'm free again. Thank you, stranger. I pray to the gods for you.
Who are you? Ich bin Gaius Julius Mento. I want to thank you again for setting me free. Keine Ursache. Dafür bin ich ja da. Oh, krass, ihr irrt mich. Ihr seid jetzt meine Sklaven. Ihr alle. Oh, das ist ja frech. Nee, das mache ich nicht. Please allow me to repay you. I know where the barbarians hid their treasure. I can show you, if you like. Ja, klar. Aber sowas von. Zeig mir den Schatz. Das kann natürlich eine Falle sein. Aber das ist mir egal. Ich werde mit allem fertig. Here is the treasure. Only those who know about its presence can see it. It is yours now. Ey, sag mal, Leute. Habe ich vorhin eigentlich die Kiste übersehen? Schmuck. 94 Mark. Ah. Okay. Mission beenden. Nein. Genau. Ich habe nämlich die... Schatzkiste vergessen. Ich habe sie vorhin bei der Schlachtaufstellung habe ich sie noch gesehen und gesagt, da ist doch eine Kiste. Und dann, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo die war. Ja, Orientierung 3000, ne? Warte mal, hier war der Wolf. War das schon hier oder war das weiter unten? Hier habe ich ja gerade eine Kiste bekommen. Nee, das war nicht hier. Oder war das hier? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Wo haben wir denn noch gekämpft? So, das ist die von eben, die Schlacht. Da, warte mal. Was ist hier? Da ist ja auf der Karte was eingezeichnet. Da. Okay, das ist die Kiste von eben gewesen. Die anderen Kisten holen wir uns noch. Das lasse ich nicht zu. Vielleicht kann man die auch gar nicht öffnen, aber das wäre jetzt schon albern. Irgendwo hier liegt sie rum. Da, wo die Leichen sind. Wo haben wir noch gekämpft? Hier ist der bitterdunkle Wald. Ah, Mann. Der weiß, was da drin ist. Ah, Loot. Money is the soul of war. Und ein Mana-Trank. Oder was auch immer. Aber jedenfalls, gut, haben wir gefunden. Die Wege sind ja hier so ein bisschen heller als der Rest. Also man erkennt das jetzt nicht überdeutlich, aber man sieht schon, wo man langlaufen kann. Roman Ruins. Ja. Perhaps that is the sanctuary that led you here, Flamin. I felt a much stronger force. This is just a roadside shrine, but it's an encouraging sign indeed. Benutzt ihn. Anhaltender Segen. Wähle einen Helden. 25% Schaden bis zum Ende der aktuellen Mission. Ja, das heißt, das hätten wir mal früher finden sollen. Denn jetzt bringt uns das gar nicht mehr so viel. Oder doch? Oder etwa doch? Ah, ein riesen Madenmann! Tja. I can sense magic. Something is hiding there. Ja. Approach with caution. Maybe we shouldn't go any closer. Doch. Da ist nämlich noch eine Kiste. Oh Gott, das ist eine riesige Madenfamilie. Was haben die hier gefeiert? St. Madens Tag. Kette. Und die unheilige Kette muss gezurrt werden. Ah, das ist so weit weg. Mist. Wie wär's mit ihm und ihm auch nicht, ne? Die beiden könnten, aber die sind... Ja, das sparen wir uns auf. Wir machen es anders. Johnny geht erstmal auf den. Fantastischer Hieb. Und das war's sogar schon. Guck mal, das ist ja großartig.
Dann nehmen wir doch die, für die restlichen Punkte machen wir Wacht, glaube ich. Weiß nicht, was mit den Maden da ist und den decken den Bereich ab. Dann kommt der hier. Und die haben nur 11 Punkte, das ist ja völlig lächerlich. Die können ja gar nichts. Und der zweite hier ist der letzte. Mehr brauchen wir nicht. So, und wir können jetzt noch. Wir machen mal. Das bringt jetzt nicht so viel, weil der noch kein Leben verloren hatte. Aber okay. So, wo kommen die jetzt wieder raus? Oh, die können ja richtig weit krabbeln. Uah. Okay. Ich habe ja Wacht aktiviert, aber das interessiert ihn gar nicht. Wieso macht er meine Wacht nicht? Oh, das sind ja super viele. Großfamilie. Können wir hier so einen Umschlag irgendwas machen? Naja, erstmal gehen wir zu unserem Schaman und machen jetzt mal diese fantastische Kette. Und zwar mit den beiden hier. So. Dann machen wir das nochmal mit dem Todesbann. Ich hätte die beiden nehmen sollen, glaube ich. Das wäre smarter gewesen. Egal. So, er darf anfangen. Gib ihm mal was mit hier. Sehr gut. Das hat einfach fantastisch funktioniert. Und dann machen wir... Wach darf er nicht mehr. Brauchen wir mindestens 3. Wir haben nur noch 2. Dann gehen wir mal zu ihm hier. Hinüber. Und den nehmen wir auch mit. Yes, this is me killing you. Oh, ich habe diesen Zauber nicht benutzt. Ist egal, jetzt haben wir nur noch 2. Und er kann nichts mehr machen, oder? Ja. Brauchen wir 5? Nee. Okay, dann beenden wir die Runde. Der andere ist tot umgefallen. Das war sein Ende. Okay, dann kann er hier diesen Schildstoß machen. Schützendes Schild. Oh ja. Oder? Funktioniert? Nee, ja. Schildstoß? Nee, warte. Doch. Ja, super. Und dann haust du nochmal den hier um. Große Klasse. Gaius kommt. Und... Ah ne, der ist mal noch ein vor der Nase. Dann machen wir den hier. Und tschüss. Ah, Mist. Ich treffe ihn jetzt nicht mehr. Sprungangriff darf ich nicht mehr machen. Da habe ich ein zu wenig. Dann machen wir stattdessen Wacht. Nicht, dass das noch wichtig wäre, aber... Und er macht jetzt den Grabkanal. Und tschüss. We fought like, well, demons. Rastplätze? Ah ja. Okay. Also Lebenskraft oder Schmiedehammer? Ja, wir nehmen mal die Lebenskraft. Everyone done with the nap? Ja. Good. So, aber ran an die Kiste hier. Rune der Minerva. Rune des Orkus. Okay. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir können die Mission natürlich beenden. Aber ich will ja den ganzen fantastischen Loot hier mitnehmen. 25 Mark. Richtig. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal hier weiter. By Hercules. Da ist noch mehr. Oh, wir sind richtig reich. Aber was kauft man hier für das ganze Geld? Kaputtes Schwein.
Oh, was ist hier? Achso, das ist einfach nur ein Leichnam. Look. Was? Oh, noch mehr Reichtümer. I decide who gets what. Ja, er muss die ganze Zeit sicherstellen, dass er seine Autorität nicht untergraben wird. So, was haben wir hier? Protective Shrine. Nehme ich. Benutze ihn. Dann gehen wir mal auf ihn hier. Anhaltender Schutz. So, und dann gucken wir mal, dass wir in der Richtung noch weitergehen. Geht's hier noch da? Doch, da oben müsste doch ein Durchgang sein, hier, oder nicht? Nee, das sieht nur so aus. Dann ist hier Feierabend. Okay, dann müssen wir wieder runter. Man kann auch ein bisschen rauszoomen. Aber man kann die Karte nicht bewegen, oder? Kann man sich die nur... Ah ja, doch, man kann sie ein bisschen vergrößern. So, guck mal. Da ist noch ein Schatz. Hier geht es auch noch weiter. Aber dann lasst uns... Jetzt müssen wir erstmal ganz in den Norden gehen. Dann ist hier nämlich nichts mehr. Warte. Dann gehen wir da noch hin. Das lassen wir hier nicht liegen. Wir haben uns das schon erkämpft. So, Sprint, Sprint. Die sind es ja gewohnt, ne? So, Legionäre mussten ja viel zu Fuß gehen. Die hatten ja nichts, keine Autos. So, dann waren wir waren ja eigentlich gar nicht so weit weg. Ich hab da, da ist sie doch, die Kiste, ja. Hätte ich mal direkt die Map vergrößert. Geil. Da können wir jetzt noch hier, da quasi noch einmal hingehen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist, aber wir schauen uns das mal an und dann verlassen wir auch diese Mission, um noch ein bisschen weiterzukommen. Aber ich bin in Erkundungslaune. Die Erkundungslust hat zugeschlagen. Beschwert sich auch keiner, ne? Meckert keiner. Die wissen, der Loot wird fair geteilt. 80, 10, 10. So, und hier waren wir noch nicht. Was haben wir denn hier für eine Ortschaft? Hallo. Schicke Häuser. Da ist noch ein Stein. 22 Mark. Da sage ich nicht nein. Ja, und vielleicht kommen wir... Da wollte ich... Waren wir da schon von der anderen Seite? Ja, ne? Ja, in diesem Dorf waren wir ja schon. Dann müssen wir hier diesen Schlangenpfad entlang. Mache ich das gerade richtig? Ja, und dann jetzt hier links. Hier haben wir schon eine Schlacht geschlagen. Hier hoch, ist das überhaupt richtig? Ja, das mache ich schon richtig alles. So, das gucken wir uns hier nochmal an. Was lauert denn am Ende dieses Weges? Was ist denn hier passiert? Vielleicht waren wir hier auch schon. Das sieht mir fast danach aus. Ich glaube, ich war hier schon. Hier kam ich her, ganz am Anfang, oder? Ja, ja, hier kam mir, glaube ich, her. Dann ist hier gar nichts mehr. Da können wir die Mission auch beenden. The sanctuary that calls me is near, but it is not right here. This road leads to Nova Roma, and I sense the sanctuary in the very same direction. Nova Roma. Habt ihr schon einmal davon gehört? It has a very strong connection to our ancient Roman gods. It is a beacon for all believers. It is like the Capitolium Vetus, or the sacred fire of Vesta in Rome.
Er weiß alles. Er hat alle Antworten. I agree, Tribunus. I have the feeling that this city is much more than I thought. We need to find out what happened to it. Das kann ich Never. Sagen. A strange name indeed. Who would dare to call their city Rome? Ja, das ist Blasphemie. Finish a mission with maximum health. Okay, oder was war das? Kleines Achievement bekommen gerade. So, jetzt stauben wir mal richtig ab. Also 791 Öcken, 400 Gebäuderessourcen. Wütende Rune der Aggression. Rennende Anstecker der Zerstörung. Ah. Plus 2 Schaden für 2 Züge für jeden Kill. Plus 1 Zugdauer von Brand. Durchbohrende Rune des ersten Blutes. 3 Schaden gegen unversehrte Einheiten. Das klingt doch alles richtig gut. Das gefällt mir. Extremes Vorurteil. Octavius Remus. Wir betreten dieses Terra Incognita, dieses unbekannte Land als Eroberer Tribunus. Jene, die sich heute noch vor der 9. Legion verneigen, können sich in der Zukunft gegen uns wenden. Viele werden eure Gnade ersuchen. Noch mehr werden euch nach Tartarus zurückschicken wollen. Als eure persönliche Wache habe ich die Pflicht, ohne Umschweife zu eurer Sicherheit zu handeln. Habe ich eure Erlaubnis, jeden zu töten, den ich für eine Bedrohung halte, auch ohne euren Befehl? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sulla wäre stolz auf euch, Prätorianer. Jede lebende Kreatur, die sich uns in den Weg stellt, ob Mann, Frau oder Kind, muss sterben, sagt Plutonius Nerva. Naja. Nee. Ach, guck mal, es ist eure Pflicht, diese Bedrohung zu melden, bevor sie sich manifestiert. Prätorianer, geht und trainiert noch mehr. Octavius Remus erhält einen Fertigkeitenpunkt. Ja, das machen wir. So, guck mal, jetzt haben wir so eine Übersichtskarte. Das sind hier unsere 3 Journeys. Ist das schon die nächste Mission? Und jetzt können wir hier vielleicht mal gucken, dass wir die ausrüsten. Also, wie sieht's denn hier aus? Wild. Fähigkeiten, verfügbare Punkte 3. Alles klar, wir können... Jetzt kommt so der Rollenspielaspekt, warte. Hier, haben wir nicht Sachen, die wir da reinpacken können? So ist unser Inventory hier, guck mal, Rüstung. Da. Beim Verwenden von Tränken werden 3 Lebenskräfte wiederhergestellt, plus 2 Schaden durch Brand. Das haben wir hier, Ledergurt. Abklingzeit für Schildstoßen, ja, das wäre eher was für den anderen. Brennender Anstecker der Zerstörung ist ein Schmuck. Bewegungs-AP ohne Verwicklung zu Beginn des Zuges. Und durch nekrotischer Ansturm. Das haben wir doch gar nicht. Also die sind ja auch rot, die können wir gar nicht nutzen, aber das können wir nutzen. Das kommt da rein. Und Brand habe ich ja gar nicht, oder? Habe ich irgendeine Brandfähigkeit? Weiß ich nicht, aber das können wir nehmen. Ja, okay, das ist das. 80% Rüstung für einen Zug. Ah, das ist der Hasttrank. Okay, lass uns mal gucken, was wir hier Fähigkeiten. Also wir können vermutlich Schlag verbessern, oder wie? Sprungangriff und Anrufung des Mars, sind die 3, die wir hatten. Scharfrichter. Töte sofort einen Gegner mit weniger als 40% Lebenskraft. Physische Schwäche und Resistenz verringert den Lebenskraftgrenzwert. Dann gibt's Schrecken. Jeder Gegner im Umkreis von 2 Feldern beginnt seinen nächsten Zug mit minus 2 AP. Und Palisade. Erzeugt 3 Züge lang 2 Palisaden. Die Palisaden zählen als volle Deckung. Und verfügen über 50... Oh, das ist auch interessant. Ich mag solche Bausachen.
Mentale Schwächungsresistenz und physische Schwächungsresistenz plus 30%. Das sind dann passive Sachen, oder was? Der Held erhält bis zum Ende des Zuges plus 3% kumulativen Waffenschaden für jedes Feld, das er sich weiter bewegt. Oh. Okay, das ist natürlich auch krass. Rückenstiche, Stachelklinge, extra Blutung, Stärke. Ja, ist immer gut, Waffenschaden. Für jeden von beiden getötet plus 10 Waffenschaden auf ihren nächsten Angriff. Okay, das ist alles irgendwie ganz geil. Das machen wir mit den Punkten. Das ist ja eigentlich ganz geil, oder? Da können wir einen sofort wegmachen. Und das ist aber auch nicht schön, das haben wir halt immer. Komm, das braucht man immer. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Und da können wir uns maximal das hier leisten. Das nehmen wir. Achso, ist das schon aktiv? Das war ja schon aktiv. Okay, ja, gerade können wir nicht mehr machen. Sehr schön. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Dann gehen wir jetzt zu ihm hier. Der hat 2 Punkte. Wir können. Was können wir denn machen? Oh, verbraucht alle AP des verbündeten Ziels und überträgt sie für diesen Zug auf den Helden. Interessant. Entweihung belegt das gegnerische Ziel mit Verderbnis. 20% Verwundbarkeit für 2 Züge verursacht. Oh, und wenn er stirbt, wird das übertragen auf den nächsten Gegner. Das ist natürlich auch cool. Todesbann hatten wir doch aktiv, genau. Rust. Was? Austrocknen, das ist ein A. Ha, das erinnert mich an den Film Stonk. Weil die sind so ein altdeutsches F und A und alles, die sehen sich so ein bisschen ähnlich, aber das ist kein R, sondern A, also austrocknen. Nahkampfangriff, der 100% Waffenschaden verursacht, aber der Held verliert auch 15% seiner maximalen Lebenskraft. Der verursachte Schaden erhöht sich für jedes Prozent mentale Schwächungsresistenz des Helden um 1%. Okay, 100% Waffenschaden verursacht. Bedeutet das 13 bis 17 plus 100% oder dass da die vollen stehen? Na, ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Alle Fähigkeiten des Helden, die auf gegnerische Einheiten zielen, verursachen für 2 Züge Nekrose bei ihren Zellen. Oh, warte mal. Haben wir nicht so einen Bonus auf Nekrose irgendwo? Hatten wir da nicht irgendwas? Da. Nekrotischer Ansturm, okay, das ist was anderes. Weltliche. Das ist ja auch wieder Nekrose. Mentaler Schutz. Wo ist denn hier dieser nekrotische Ansturm? Wenn wir da schon sowas haben. Haben wir gar nicht. Ah, die Reichweite von aktiven Fähigkeiten, die keine Nahkampffähigkeiten sind, erhöhen sich ein Feld. Waffenschaden. Ja, wir sind ja jetzt eigentlich nicht so im Nahkampf unterwegs. Jeder Gegner Nekrose, die für einen Zug anhält, erleidet zu Beginn des eigenen Zuges 10% Schaden. Der Schaden erhöht sich mit jedem Zug um 100%. Die physische Schwächungsresistenz verringert die Erhöhungsrate des Schadens pro Zug. Okay, das heißt, jeder Gegner hält halt einen Zug an, okay. 10% Schaden, das ist ja schon mal recht mächtig. Und das hier? Alle Fähigkeiten des Helden, die auf gegnerische Einheiten zielen, verursachen für 2 Züge Nekrose. Okay, damit kann man das, also diese beiden in Kombination. Das haben wir doch schon. Dann gibt es doch Sinn, das zu machen. Finde ich jetzt eine ganz gute Idee. Okay, und er kann. Oh, warte, wo kriegen wir das rein? Da, okay, irgendwas mit Nekrotkram. Was ist das? Ach, das kann er nicht.
den hat er schon. Jo, dann schauen wir uns nochmal ihn hier an. Ist das ein verbessertes Schwert? Oh ja, schaut mal. Wütende Rune der Aggression. Ist besser. Aber er hat halt keinen Brand, ne? Aber hat einen höheren Grundschaden auf jeden Fall. So, dann. Wir haben 3 Punkte. Klingenwand. 4 Klingen beginnen den Helden für 3 Züge zu umkreisen. Oh, das ist wie bei Baldur's Gate. Ja, geil. Das finde ich schon mal super. Spott. Ah, damit kann man so ein bisschen tanken. Lichtstrahl, Fernangriff. Das gibt ihm natürlich dann nochmal eine andere taktische Tiefe, wenn der auch Fernangriffe machen kann. Ja, das ist auch natürlich immer super. Mehr Lebenspunkte. Dann haben wir noch Gegenangriff. Der Held reagiert bei jedem Zug auf den ersten erlittenen Frontalangriff mit einem Schlag. Reflektieren. Ja, das sind alles gute Konterwaffen, Konterfähigkeiten. Und -2 durch Fernangriffe. Alles klar. Das finde ich aber... Nee, warte. Das war das Klingenband. Du hast 3 Punkte. 3 Aktionspunkte. Ich finde das irgendwie spannend. Das will ich haben. Okay, ich glaube, dann können wir noch das machen. Schildstoß. Und das. Ja, geil. Dann haben wir's. Kommen wir hier wieder mit raus oder wo? Da. Cool, haben wir alle ausgestattet. Können wir uns noch irgendwas kaufen? Neue Hauptmission verfügbar, das ist hier. Moralübersicht, Tagebuch, Menü. Dann lass uns anfangen. Nach unserem Ausbruch aus den Tiefen der Unterwelt wurde uns klar, dass wir in einem anderen Bereich der Underwelt gelandet sind. Doch dies ist ein Land, das wir erobern können, um es zu unserer Heimat zu machen. Plutonius Nerva spürt die Präsenz eines römischen Schreins, den wir zuerst finden müssen. Ja, let's go. Let's go for the Schrein. Ein Kolosseum hier, ne? Kleines. Ah, die Stadt sieht schon mächtiger aus. Hohe Mauern. Das ist also Nova Roma, alles klar. Und Zombie. So this is Nova Roma. Or what's left of it. And the ruins are swarming with the dead. Fortunately, you have a Flamen of Orcus in your company. Stay behind and let me get them out of the way. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Orki nomini exi. I've been expecting something else. Okay. So er hat mehr beschworen und haut wieder ab. Whatever these creatures are, Orcus has no power over them. We should use a more conventional solution. Ja, gefällt mir. So. Pass auf, Leute. Jetzt machen wir richtig Rabatz. Erstmal. Achso, der Schamanin. Schamani. Funktioniert das? Ja, machen wir erstmal wieder unseren Klassiker, die Kette. Dann. So, das ist wirklich geil. Wir sind damit schon so gut wie hinüber. Und dann kommt er und macht einen Sprungangriff. Damit dürften beide weg sein. Sehr gut. Und wir haben noch 4 Punkte. Dann gehen wir mal noch einen nach vorne. Und machen jetzt die Wacht. So, genau. Der hat eigentlich gar nichts mehr. Der kann höchstens noch einen nach vorne gehen. Und er hier. Tja, was machen wir mit ihm? Hier hat er 3. Dann machen wir auch das. Und dann machen wir Wacht.
So, okay, und dann sind wir fertig. Dann kommt mal Zombies. Die können ja nichts. Die können ja nur hauen oder so. Tartarus is nice. Zack, wacht. Hammer. Und wacht. Oh, das ist ja fantastisch. Die geben sich richtig Mühe und dann sowas. Die haben so einen Stern da. Was bedeutet das? Okay. Wir hauen die einfach alle um. Dann nehmen wir einmal das, kostet mich ein. Ja, wir machen das. Dann hauen wir den um. Und gehen einen nach vorne und hauen den um. Starke Leistung. Sehr, sehr starke Leistung. Unser Freund kann gerade nicht so viel machen. Der wartet nochmal ab. Dann gehen wir dahin und machen vielleicht Schildstoß, oder? Zack. Oh, Klingenwand. Kostet mich 3 Punkte. Entweder das oder Schildstoß. Beginnt oder beendet? Wie viel Schaden nimmt der dann? 88 Waffenschaden und Blutung. Ich probiere das einfach mal aus, weil ich sehen will, wie das aussieht. Das interessiert mich. So, und er kann jetzt noch den Grabkanal machen. Dann mach das doch. Oh, der ist ja schon hinüber dann. Ja, das würde ja den Spaß nehmen, den Klingen. Dann mach mal lieber den weg. Okay, mehr können wir nicht machen. Au, hör auf. Au, hör auf. Ja, die Klingen haben das geregelt. Einfach so in der Umdrehung. Dann hast du jetzt. Zack, und das war's. We fought like, well, demons. Richtig. Okay. Dann rein in die gute Stube. Machen Sie die Tür auf! Ah, wir müssen den Hintereingang nehmen, war so klar. Look, a statue of the goddess Vesta. Vesta gehört zu den römischen Hauptgottheiten. Sie ist die Göttin von Heim, Herd und Familie. Ihr heiliges Feuer symbolisiert Schutz und das alltägliche Leben und ihre Priesterinnen sind die Vestalinen, die die heilige Flamme beschützen und hegen. Wenn das heilige Feuer erlischt, ist dies das schlimmste aller Omen für einen jeden Römer. Oh, Gottes Willen, das müssen wir verhindern. So, rein in die gute Stadt. Wait, this might be a trap. Look, there is a woman lying there. Is she dead? She seems to be the source of all the power that led me here. But those idols are keeping her imprisoned. Trap or not, we must go closer to her. Ja, na klar. Oh Gott, mehr Zombie-Brut. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ich sehe, ich zähle 4, 5, 6, lediglich 6 und eine Truhe. Und in der Mitte. Okay, dann teilen wir uns auf, nehme ich mal an. Ich werde auch so mit denen fertig. Ich habe keine Angst. Wir gehen. Ah, da mal. Lass mich mal kurz überlegen. Wie oft. Wenn ich die Wacht mache, nur ein Angriff pro Gegner. Ja, aber das ist ja gut. Dann könnte ich auch also hier hingehen und dann gar nicht schlagen, sondern Wacht machen und dann kommen die alleine auf mich zugebrettert. Vielleicht wäre das sogar die smarteste Variante. Oder warte mal, ich kann den hauen. Ah ne, es geht beides. Pass auf, wir gehen hier hin. Jetzt haben wir noch. Ah ne, wir haben nur 3. Ja, dann machen wir das mit Wacht. So. Und er hier. Ja,
auch nicht viel machen. Gehen wir hier hin. Und jetzt könnten wir natürlich auch die Klingenwand machen. Drei Züge, die kostet mich 3 HP. Ja, wir machen Wacht. So. Und er hier. Wir können jetzt wieder 2 verheiraten. Und dann machen wir noch. Ich glaube, den Rest sparen wir uns auf. Oder wir machen. Ja, das machen wir jetzt noch. Tschüss. Ah, das hat er überlebt. Egal. Fertig. So, der kommt in meinen Haubereich. Und dadurch, dass die verbunden waren. I'll be quick. Hammer. Hey! Gibt er mir hier eins. Au, hör auf! Einem Leben. Die sind doch in meinem Haubereich drin, oder nicht? Oh, wow, da hätte ich jetzt diesen anderen Typen mit Schildstoß haben müssen. Das wäre so viel geiler gewesen. Habe ich aber nicht. Schade. No need to be afraid. So, mehr können wir nicht machen. Dann macht er jetzt den Grabkanal. Easy peasy. Und er kommt nicht bis da. Machen wir so. Und dann machen wir hier wieder Wacht. Was ist los? Ach! Haha, okay, verstehe. Da ist dieser Stock von dem Wagen. Da kommt die gar nicht lang. Ja, dann ist es halt so. Und wir, was machen wir? Wir gehen nach vorne. Okay. Ah, so klar, dass da noch mehr rausploppen. Was ist ein Sanitäter-Zombie oder was? Ach du Scheiße, ey! Das ist ja mies. Grüne Neune. Wir dürfen. Ah, Mist, noch keine unheilige Kette machen. Das ist ja sehr schade. Das ist noch gesperrt. Ah, die Kette wäre jetzt fantastisch. Wir können zu dem da. Aber wir müssen den platt machen, sonst ist der hier ungeschützt. Ich schlag lieber. Okay, es hat gar nichts gebracht. Jetzt ist ein Schild down. Okay, das ist ein Schild. Wirkt wie ein Schild, ne? Ich kann auch nicht weg, weil ich sonst von dem einen mitkriege. Deswegen bleiben wir da stehen. Ja. Tschüss. Ja, wenn wir jetzt den Fernkampf hätten von dem Typ, ne? Das wäre natürlich großartig. Ja, gehen wir jetzt direkt nach vorne. Ja, komm. Irgendwer muss ja einen abkriegen. Kann er noch irgendwas machen? Nö. Ja, auch nicht. Dann. Da, okay. Da kommen wir noch mehr. Kann das sein, dass sie ewiglich spawnen, so wenn ich, dass ich erst die Frau holen muss oder so? Aber das ist ja sehr unangenehm. Okay, wir fangen jetzt an mit ihm hier. Jetzt machen wir so unsere Hammer-Kombi. Die unheilige Kette. Großartig. Und den Todesbann. Großartiges Kino. Dann
kommt er hier. Wir dürfen ja hier nicht weg, sonst kriegen wir direkt einen mit. Vielleicht muss ich den Totem platt machen. I'll be quick. Geil. Okay. Und wir haben noch... Oh, haben wir noch drei? Nee, zwei. Nee. Ah, nur für Bewegung. Ah. Ja, ist natürlich doof. Warte mal, was ist jetzt da los? Was ist das denn jetzt? Was hat das zu bedeuten? Okay, verstehe. Der ist quasi jetzt einfach verwundbar. Und jetzt ist er endgültig weg. Okay. Aha. Und wir können hier nichts mehr machen. Deswegen gehen wir mal weg. Und der kann auch leider nichts mehr machen. Deswegen hören wir auf. Ich befürchte, ich muss die Totems zerstören. Das probieren wir gleich mal aus. Weil so werden die ewig nicht spawnen. Ja. Au, hör auf, auch noch in den Rücken. Au, hör auf. Voll gemein. Also auf zum Totem. Oh ja. Keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Idee war. Wir werden es sehen. For Sulla. Tschüss. For victory. So, er macht jetzt einen Schildstoß. Haut beide weg. Fantastisch. Dann gehen wir jetzt dahin und hauen das Totem platt. Und dann müssen wir vermutlich diese beiden anderen Totems auch noch platt machen. Und er kümmert sich gleich mit an um die anderen noch. Okay. You got me good. Stop making a mess. Aua, der haut mich die ganze Zeit. Kein Fan von. So. Wir müssen noch eine Runde warten. Ja, ich muss dann jetzt auch da zum Totem rüberlaufen. Erst den. Just look the other way. Mehr können wir nicht machen, leider. Da kriege ich einen mit. Obwohl, warte mal, er kann das noch machen. Ah, sehr gut, er hat jetzt Nekrose. Also hauen wir mit ab. Der darf leider gar nichts mehr machen. Und wir müssen hier dann mal ganz schnell hin, da zum Tod. Und da kommt das nächste. Da kriege ich einen mit. Mist. Muss das denn sein? Okay. Und ja, wie gesagt, ich darf nichts machen. Eieiei, okay. You got me good. Hör auf jetzt. Stop making a mess. Frechheit. Also, unser Schamane. Erstmal den weg. Den Rücken rein. Jetzt können wir mit Gaius bis da gehen und den Schrein angreifen. Oh, der hat einen Lebenspunkt. Hör auf. So, wir... Ja, was machen wir zuerst? Oh, ob der Schrein auch Schaden nehmen kann. Auch noch eins, hör auf. Von meinen Klingen, ich glaube nicht. Wer kann nichts mehr machen? Keiner kann mehr was machen. Dann
Einen hat er noch. Das gibt's doch nicht. That's gonna leave a mark. They got me. So, wir hauen jetzt erstmal den Schrein weg, damit er nichts mehr respawnen kann. Dann machen wir das. Hälfte der Lebenskraft weg. Und jetzt haben wir den Freund hier mal um. Tschüss. Okay, jetzt muss ich vermutlich nur noch den da platt machen. Jawohl. Is she dead? She is partly dead. Her soul is trapped in a dream that never ends. She is trying to wake up, but she simply can't. Still, we must talk to her. What can you do? I could try something. Through the connection that led us here, I can tie her to our bond. It may bring her back. We have no other choice. Do it. Da ist sie. What have you done with me? I feel cursed. Dirty. Ja. Okay, ja. Okay, danke. Wäre auch okay gewesen. Thanks for what? For cursing me with your unclean demonic blood? Gaius Julius. Then you are my kin. My name is Albina Virgila, but I was also born of the gens Julius back in Rome. I am the priestess of Vesta. Hmm. When chaos came, I locked myself in this sanctuary. My soul became the last spark that fed Vesta's fire. I became one with the city, but I became a prisoner of my own shelter. This is my city, Nova Roma, the seed of ethereal Rome, the future of all Romans. A great dream that can be true by the magical power of Avalon. Look, dear Gaius Julius, I'll answer all your questions, but we're running out of time. I need your help. Okay. You woke me up. Therefore, the city is defenseless. Chaos will consume. Also, wir haben einen neuen Freund, eine neue Freundin, und zwar diese Dame. With your demonic mark on my soul, Albina. I can no longer be the flame. The city is Virgila ist uns beigetreten und wir werden ihr natürlich jetzt die Chance verwehren, sich direkt im Kampfe zu beweisen, denn wir machen an dieser Stelle einmal Feierabend für heute. Das war lustig, fand ich, muss ich sagen, hat Spaß gemacht und ich habe ja zu Beginn dieser Sendung auch gesagt, ihr könnt euch das gerade, ich glaube für 18€ oder roundabout auf Steam kaufen. Ich weiß nicht, ob es im Game Pass ist, vermutlich nicht, aber checkt es aus, wenn ihr Game Pass habt und ja, mag das sehr, ich mag den Look, dieses Dark Fantasy. Es hat Humor, es hat, finde ich, eine Story, die oder Mission, die auch einen durchaus interessieren und nicht völlig belangloser Quatsch sind. Und ich mag das, dieses römische Branding, so dass das alles so in dieser Zeit spielt und das gefällt mir schon. Doch, auf jeden Fall, das waren die 1,5 Stunden in jedem Fall wert, die ich hiermit verbracht habe. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen, Leute.